Oh, cool. Da geht was. Okay, dann laufe ich mal hier gerade weiter. Oh, das war vielleicht eher eine schlechte Idee. Ich müsste hier irgendwie weg. Ah, Sekunde, da ist noch eine Seilbahn. Die benutze ich dann direkt mal. Das könnte der Eingang ins Heckenlabor sein. Ich lasse nicht los, das hast du knicken. Oh. Alles voller Spinnen hier. So, ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich mir das hier reinziehe. Und dass ich mir das hier reinziehe. Dann haben wir hier Faserverbände. Und hier haben wir Netzsäcke. Pass mal auf. Aus Erfahrung weiß ich, dass da Spinnen rauskommen. Heute wollte oder eher bestand Trudy darauf, dass ich meine Arbeit ruhen lasse und einen Familientag einlege. Ich gebe zu, der Streit, der meine widerwilligen Zustimmung vorausging, war legendär. Sie versteht einfach nicht, wie wichtig diese Arbeit ist. Aber am Ende war nicht alles verloren. Wie es das Schicksal wollte, hat mich unsere kleine Reise zum Sturmstrand-Wellenpark neu inspiriert. Eine besondere Attraktion war eine Seilrutsche über einem mit Pflanzenknollen gefüllten Pool. Sie braten im Licht der grausamen Sonne, die sie wie rote Rosinen geröstet hat. Aber ich schweife ab. Es war die Seilrutsche, die meine Fantasie beflügelte. So eine elegante Lösung für meine Probleme in der Hecke. Als wir nach Hause kamen, bin ich sofort zurück an meine Arbeit. Nach einem weiteren Streit. Versteht sich. Ach, da geht's noch weiter mit Labor. Irgendwas ist da noch. Gibt's hier, kann ich noch irgendwas machen? Gut, ich habe die Befürchtung, es geht dann hier weiter. Ich habe keinen Plan. So, warte mal. Hier. Das muss die kleine Spinne aus dem Lager sein. Also wenn das Heckenlabor ist, zeig mal. Nee. Das ist so ein Ansatz vom Heckenlabor. Da unten ist aber auch noch irgendwie was. Crazy. Ziemlich. So, pass mal auf. Wir gehen jetzt mal hier lang. Vielleicht ist das... Das sieht aus, als könnte das was helfen. Keine Ahnung. Da, oh, da, da, da. Da. Da gucken mich rote Augen an. Da. Okay, wir sind jetzt hier. Dann geht's eigentlich quasi nur nach da und dann gibt es da wieder eine Seilrutsche.
Okay, dann gehen wir eben ganz vorsichtig den Höllenweg hier hoch und dann gucken wir mal, wo wir landen. Wenn wir die Seilrutsche benutzen würden. Ja, das Heckenlabor habe ich gefunden. Das ist gut. Vielleicht kann ich erstmal was vom Wasserspender trinken. Und dann holen wir uns hier den... das Wissenschaftsding. Prima. Und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfliege. So, das können wir benutzen offensichtlich. Okay, ich muss das Terminal-Passwort finden. Hier ist erstmal eine Kassette. Frühe Tests des Seilrutschensystems haben zu gemischten Ergebnissen geführt. Die Preise für Stahlseile sind absurd, also war ich gezwungen, auf meine ursprüngliche Idee zurückzugreifen, Spinnenfäden. Ich verwende Web-Samples meiner unerwünschten Gäste, natürlich mit einigen cleveren Änderungen. Die Dinge liefen gut, bis Sarah noch ein Spielzeug in die Hecke warf. Im Ernst, unter den Wurzeln dieses verflixten Busches könnte man ganz Atlantis verstecken. Ich habe es beiden gesagt, keine Baseballe, keine Frisbees, kein Werfen mehr. Ich muss einen Weg finden, die Seilrutsche zu verstärken und ich habe den Kindern natürlich vorübergehend verboten, auf dem Hof zu spielen. Das Abendessen wird, ich würde sagen, peinlich sein, vermute ich. Ist aber auch ein kleiner komischer Vogel. Kann man gar nicht anders sagen. Oha. Es wird mich killen. Ja. Es wird mich killen. Es war klar. Das ist ein Witz, oder? Das ist ein Witz. Warte kurz. Hi. Pass mal auf, Digi. Danke. Das ist der kürzeste Weg. Tatsächlich. Tatsächlich der kürzeste Weg. Warte mal. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo es hinging. Hier lang. Und dann war es hier oben. Und dann war es, glaube ich, das hier, ne? Ich habe schon wieder vergessen, wo es lang ging. Da unten war das Teil. Das ist doch absurd hier. Da ist es. Das ist die Frage. Muss ich da... Nein, ich kann sie auch hier so benutzen. Das ist gut. So, dann weiß ich gar nicht mehr, wo war ich denn lang gegangen? Ah, das ist die Frisbee. Da haben sich die ganzen Spinnen drauf versammelt. Ich habe irgendeinen Supreme-Teil gefunden. Ja, die laufen hier rum, das ist klar.
Deshalb laufe ich jetzt vor ihnen weg. Und dann ging es hier rein. Dann ging das hier durch. Und dann bin ich da hochgelaufen. Hier so. Über die Pilze. Warte kurz. Hier war irgendwo eine Seilbahn. Und dann ging das hier lang. Hier rum. Da hoch. Und dann hätte ich mich fast in den Tod gestürzt, weil ich zu... Sag mal, bist du des Wahnsinns? Warum geht denn das jetzt nicht so wie eben? Nicht Auge laufen. Gut, dann springen wir einfach. So, jetzt wären wir total panisch, weil wir diese komische Seilrutsche benutzen. Kann man hier irgendwo speichern? Das würde mir total helfen. Ich verstehe nicht, warum das zum Beispiel nicht als Forschungslabor gilt. Ah, die Spinnen sind natürlich jetzt da, ist ja klar. Und die haben vermutlich wieder volles Leben, ne? Natürlich immer da einmal beißen lassen, das gehört sich natürlich für so einen anständigen Deppen wie mich. Wenn was zu essen, konsumier das bitte. Und dann habe ich irgendwelche Faserverbände aufgenommen, ne? Damit kannst du dich dann vielleicht auch mal bestücken. Wo hier sind... Oh, Leute. Muss das mit den jungen Spinnen sein? Ich muss doch jetzt erstmal checken, was hier Phase ist, Alter. So, was ist denn das? Das ist eine Laborwerkbank. Ah, okay, da könnte ich jetzt Sachen reparieren, wenn ich Sachen hätte, die ich reparieren könnte. Das ist schön. Hier gibt's Informationen. Langsam münden meine Qualen in einer genialen Lösung. Nachdem ich unzählige Materialien ausprobiert habe, habe ich endlich etwas gefunden, um meine Seilrutschenprobleme zu beheben. Obwohl die Bindungsformeln gelinde gesagt komplex waren, habe ich die Netze erfolgreich mit Rohwissenschaft verschmolzen. Wieder einmal erweist sie sich als Schlüssel. Die neuen Seile sind wunderbar weich, aber haben die Zugfestigkeit von geschmiedetem Stahl. Ich habe meine neueste Kreation Zippy Fiber getauft. Denke nur an die praktischen Anwendungen. Zahnseide. Nur etwas ohne Zahnfleisch würde das vorschlagen. Es ist keine Kleinigkeit, zwischen Besuchen beim Paläontologen Petersilie zu pflücken. Ich nehme sie beim Wort, Dr. Tully. Ah, das ist irgendwie alles auch ein bisschen strange. So, jetzt haben wir hier so ein... irgendein Hirn von eurer Spinne. Da kann ich jetzt eine Spinnenhaube bauen und Spinnenknieschoner und Spinnenschulterpanzer. Alles durch ein Tier. Zeig mal her, was brauche ich denn dafür? Ah, Spinnenbrocken. Bärenleder und Seide. Na toll. Da gibt es Faserverbände, die werde ich wahrscheinlich brauchen, also wenn sie mir schon angeboten werden. Gibt es hier noch einen Trinkspender? Gibt es erstmal Spinnennetze? Das ohne Ende. Ah, hier kann man jetzt mit einem Ding da runter, da ist dann wieder eine Riesenspinne. Man kann aber auch noch hier rechts. Ich würde erstmal nach hier rechts gucken gehen, was hier so Phase ist. Hier geht es auch noch hin. Ah, das ist die Seilrutsche. Darunter, da drüben ist irgendwas, da unten. Ich habe keine Ahnung, Alter. Bist
Bist du feindlich? Klar bist du feindlich, du Dödel. Von der Seite geht's nicht. Oh, Alter, wenn der dich trifft, ist aber auch Schicht im Schacht hier. Da verbinden wir uns doch direkt mal. Bevor hier noch irgendwelche Blattlausstatue. Toll. Da oben liegen tote Spinnen. Ich habe ein kleines bisschen die Hose voll. So, und da ist noch so ein Vieh. Da ist ein Goldzahn. Das kann ich noch nicht machen, weil dafür habe ich noch nicht das nötige Gerumpel. Gehen wir jetzt mal hier durch. Neuplan, was ich suche. Ah. Weiß nicht, ob ich hier überhaupt lang muss. Null Plan. Das werde ich rausfinden, denke ich. Erstmal gehen wir jetzt wieder in die andere Richtung. Heckenlabor. Komplexer als ich dachte. Ich dachte, das wird hier so eine easy Kiste. Sag ich mal, was geht denn hier, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ah, wenn ich hier rausgehe, dann schießt er da drüben auf mich. Der hängt da im Spinnennetz. Okay, ich gehe mal hoch. Mal gucken, was da los ist. Bin ich nicht von oben gekommen? Ganz offensichtlich erstmal nicht, oder doch? War das hier? Ich bin ja nicht nach da gegangen. Ich gehe jetzt mal nach hier. Gucken wir mal, was hier Phase ist. Aha. Aha. Hier ist erstmal, grob gesagt, gar nichts Phase. Hier kann ich jetzt irgendwo runterfahren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mache. Ich laufe jetzt erstmal kurz da auf die andere Richtung. Ich bräuchte mal Wasser, das wäre gut. Okay. Ich bin schon wieder müde. Die Uhrzeit ist auch nicht gerade unbedingt für mich, ne? Wie ist hier die Stimmung? Mir geht's. Komme ich dahin? Das fühlt sich an wie so ein Lager für alles Mögliche. Vielleicht kann ich mir da eine Fackel bauen. Das würde der Sache extrem vorwärts helfen, wenn ich was sehen würde. Ah, jetzt ist mein Inventar voll. Ach, das ist wirklich, das ist ein ganzes Lager hier. Ganze. Da gibt's alles. Sag mal, kann ich mir hier vielleicht eine Raststätte bauen? Geht das? Hier so ein. Da fehlen mir Kleeblätter für, ne? Aber die liegen doch hier. Mein Inventar ist halt voll. Das ist eigentlich. Warte mal, wir machen mal den Milbenpilz weg. Und dann stellen wir uns halt hier. Können wir das Ding hinstellen? Hier offensichtlich nirgends. Schade. Okay, ich rutsche mal. Ja. Okay, hier solltest du eigentlich nicht hinfliegen. Das war jetzt irgendwie nicht so richtig mein Plan. Ich
bin ein kleines bisschen behindert, oder? Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen Tenor der Geschichte, ne? Okay, das funktioniert so nicht, wie ich mir das dachte. Ah, jetzt bin ich ganz um Garuno gestürzt. Das ist auch gut. Da pennen zwei Spinnen.